den Menschen, der Basis, gerechter als in seinen frühen Werken. Jüngers Leben pendelt zwischen den großen geistigen Abenteuern utopisch-weltanschaulicher Planspiele und den kleinen Abenteuern der Erforschung der Natur. So. Eine Machete wird nötig. Vorsicht. Geht's denn hier überhaupt weiter jetzt zum Mann? Ja. Der müssen nicht mehr vorangehen. Sie waren gestern schon hier. So, den Weg geht der Pfad weiter. Hier rauf. Wäre aber gut, wenn man eine Lichtung käme. Jünger betreibt mit Leidenschaft von Jugend an die Käferjagd. Er besitzt eine große Käfersammlung. Er hat Länder und Kontinente als Entomologe bereist und er genießt Ansehen in Kreisen dieser Wissenschaft. Mini-Podium. Alle Gebiete der Naturwissenschaften sind Jünger vertraut. Das Jagen und Forschen erhielt den 80-Jährigen erstaunlich jung. Er fühlt sich den Strapazen des Urwaldes immer noch gewachsen. Da runter. Hier unter? Hier. Die sind gut. Ich finde nicht so Pilze. Ja. Oh, Vorlinge. Das ist gut. Warten Sie mal so. Ein Handschuh. So. Mal hier. So. Blau. Das sind einfache Würmer. Etwas blauer als bei uns, die Regenwürmer. Mhm. Haben Sie es für eine Schlange gehalten? Zunächst, ja. Ja. Herr Jünger, was fasziniert Sie so an dieser Welt der Insekten und des Tropischen überhaupt? Ja, vor allen Dingen natürlich die Mannigfaltigkeit. Form, Farbe und die Differenzierungen in den verschiedenen Klimaten. Wir waren auf Spitzbergen, da gab es nur 4 Tiere. Auf Island gibt es an 50, 60 Arten. Und hier gibt es so viel, dass man sie kaum zählen kann. Die Schmetterlinge, auch Käfer, auch gewisse Vogelarten, die haben ja ganz plötzlich zu einem geologischen Zeitpunkt ein sexuelles Verhältnis mit den Pflanzen angefangen. Das ist also eine ungeheure Überspringung durch die Natur und von Linné gesetzten Arten. Nicht nur, dass Tiere Bastarde erzeugen, nein, dass Pflanzen und Tiere, dass die Tiere also den Liebesdienst für die Pflanzen übernehmen und davon natürlich auch profitieren. Merkurisch und erotisch, das ist eine ganz einzigartige Sache, eine Demonstration des kosmogonischen Eros, nicht? Der Eros, der überall ist, in allen Steinen, in allen Pflanzen, in allen Tieren, auch in den Menschen, der überspringt eben ungeheure Schranken. Herr Jünger, es wird heute so viel gesagt, dass die ganze Ökologie in Gefahr sei auf dieser Erde. Wie sehen Sie das? Ja, wenn Sie unter Ökologie also unsere alte Natur verstehen, dann muss ich schon sagen, dass ich diese Befürchtungen teile. Diese Gefahren, die werden ja viel größer als etwa die politischen und die sozialen Differenzierungen. Sie merken oft zum Beispiel, dass Gewerkschaften sich beschäftigen, nicht nur mit der Verteilung der Einkommen, sondern auch mit diesen großen Gefahren, die drohen durch eben diese Angriffe, die der Mensch ja selbst durch Umweltverschmutzung, durch Beeinflussung der Atmosphäre, der Ströme, der Gewässer verursacht. Aber ich glaube, da gibt es gar kein Zurück. Wenn wir jetzt mit den Atomkraftwerken den Streit beobachtet haben, da in ihrer Nähe in Hamburg, ja, der Gestalt des Arbeiters, der Techniker, der triumphiert, da ist also wenig zu machen. Und das gibt Ernst Jünger recht, der ja den Arbeiter diese Theorie schon 1932 entwickelt hat. Ja,
aber bitte rein deskriptiv. Ich beschreibe Sachen, Sie können Sachen beschreiben wie den Krieg und so, rein als Beobachter. Und je mehr man beobachtet und je weniger man die eigene Meinung hineinbringt, desto besser ist es ja. Objektivierung. Wissenschaftliche Betätigung erzieht dazu. Kunst hingegen lebt aus dem Subjektiven. Oh ja, das ist sehr gut. Jünger hat in den Werken der reifen Jahre immer wieder versucht, Objektivität und Subjektivität einander anzugleichen. Er wurde ein großer Biograf seiner selbst und seiner Zeit. Den von ihm erstrebten übergeordneten Standpunkt hat er nur selten erreicht. Er ist beides, Akteur und Betrachter. Die wahre Meisterschaft Jüngers liegt in der kleinen Form, in den brillant atmosphärischen Tagebüchern und in den stilistisch reinen Werken wie Das abenteuerliche Herz, Subtile Jagden oder Das Graffiti. Texte, die zum Besten gehören, was in deutscher Sprache in diesem Jahrhundert entstanden ist. Aus Subtile Jagden. Der Schmetterling erinnert an den Vogel, den er an Leichtigkeit noch übertrifft. Daher erweckt er Vorstellungen von feinster Verstofflichung. Psyche heißt eine seiner Gattungen, Spiritu nennen die Hirten die weißen Falter auf Sardinien. Die Käfer bieten sich dem Auge nicht mit solcher Grazie dar. Sie sind stoffhafter, härter und als Schmuck der Erde eher den Früchten als den Blüten, eher den Muscheln und Kristallen als den Vögeln verwandt. Sie offenbaren ihre Schönheit nicht mit einem Schlage, und so kommt es, dass ihre Liebhaber meist beständiger als die der Schmetterlinge sind. Nicht geheuer, so Ernst Jünger, sei ihm, wie jemand seine natürliche Zeit so lange überleben kann in einem Jahrhundert, das ihm alle Gelegenheit gab, vor seiner Zeit zu verschwinden. Kurz nach seinem 83. Geburtstag notierte der Schriftsteller: Mit zunehmendem Alter sollte sich die Freundschaft mit dem Tode festigen. Man geht ihm nicht mehr entgegen, sondern neben ihm, entwickelt ihn aus sich wie den Keim zu einem Baume, der Schatten gewähren wird. Ernst Jünger. Umstritten, ausgezeichnet und unvergessen. Im Alter von 102 Jahren starb er 1998. Erfahrung und Leben sind ungenügend aufeinander abgestimmt, meinte er einmal. Wir müssen den Spieltisch verlassen, wenn wir endlich die Regeln erkannt haben. Bis zum nächsten Mal.